Liebe Finanzmenschen, heute erhaltet ihr von mir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um teuflisch gute Top-Aktien zu finden. Erster Schritt. Vergiss alles, was du über Aktien weißt. Sell in May and go away. Das ist eine sehr bekannte Börsenweisheit. Sehen wir uns die Taktik im deutschen Aktienindex, also im DAX, an. Die Strategie hätte dieses Jahr wunderbar geklappt. Aber es gibt auch andere Weisheiten und sie können sich komplett widersprechen. Eine weitere Börsenregel lautet, der Trend is your friend. Laut diesem Sprüchlein hätten wir im Mai zuschlagen können. In der jährlichen Ansicht sehen wir einen positiven Trend. Doch das erste Zitat sagt uns, dass wir aussteigen sollen. Wir stecken in einer Zwickmühle. In unseren Köpfen rumort ein verwirrender Aktiensalat, denn beide Strategien sagen das Gegenteil aus. Daher solltest du alles vergessen, was du über Aktien weißt. Ansonsten vermischst du zwei Anlagetaktiken, die gar nicht zusammenpassen. Viele Anleger arbeiten mit fehlerhaften Strategien. Damals in der Schule war es ähnlich. Erinnerst du dich noch an deine Mathestunden? Es gab Formeln, die gingen dir nicht in den Kopf. Es kam immer das falsche Ergebnis heraus. Dabei hattest du dir die gleichen nur falsch abgeschrieben. Für Aktien heißt das, drücke den geistigen Reset-Knopf und erstelle eine komplett neue Anlagestrategie. Zweiter Schritt, lege den Anlagehorizont fest. Viele Anleger möchten schnell reich werden. Lass dich nicht von solchen sündigen Gedanken verführen. Normale Sparer treffen mit einer langfristigen Strategie die klügere Wahl. Denn das Risiko nimmt bei langfristigen Zeiträumen stark ab. Dieser Effekt wird am Renditedreieck des Deutschen Aktieninstituts deutlich. Ich habe dir das Dreieck für monatliche Sparpläne herausgesucht. Ab einer Anlagedauer von 12 Jahren gab es in den letzten 50 Jahren immer eine positive Rendite. Kurzfristige Taktiken sind deutlich schwerer umzusetzen. Sie erfordern mehr Know-how und zehren stark an deinen Nerven. Du solltest nur dann kurzfristig handeln, wenn du bereit bist, dich intensiv in den Börsenhandel einzulesen. Häufig wird der psychologische Effekt unterschätzt. Dazu ein Beispiel. Stell dir vor, du kaufst 13 verschiedene Aktien für ein Jahr. Aber dann kommt es dicke. Ein Börsencrash treibt sie alle in die Blutgrenze. Du musst mit enormen Verlusten verkaufen. Zusätzlich kommen die Ordergebühren hinzu. Bei 13 Aktien können es pro Transaktion jeweils 10 Euro sein. Unter dem Strich sind das 260 Euro. 130 Kauf, 130 Verkauf. Ich frage dich, könntest du diesen Verlust einfach so wegstecken? Wer langfristig investiert, kann einen Börsencrash aussitzen. Langfristig bedeutet, mindestens 10 Jahre nicht zu verkaufen. Dritter Schritt. Bestimme das Risikoprofil. Viele Anleger vergessen, dass Aktien noch fallen können. Wer langfristig in Qualitätsaktien investiert, sollte tendenziell einen Gewinn einfahren. In der Zwischenzeit kann das Depot in die roten Zahlen rutschen. Hier siehst du eine Grafik mit steigendem Risiko. Wir ordnen nun einige gängige Anlageklassen in dieses Schaubild ein. Erstens konservativ. Am wenigsten spekulativ sind Anlageformen wie Sparbuch, Tagesgeld oder Festgeld. Vom Sparbuch rate ich wegen der extrem niedrigen Verzinsung ab. Zweitens, defensiv. Staats- oder Unternehmensanleihen sind ein bisschen spekulativer, aber ebenfalls als sicher einzustufen. Drittens, neutral. Investmentfonds und Aktien großer Unternehmen bieten die Chance auf höhere Erträge. Dafür steigt aber auch das Risiko an. Viertens, spekulativ. Macht dir ein Totalverlust gar nichts aus, kannst du zu 100% auf Aktien setzen. Mit dieser Strategie sind die höchsten Gewinne, aber auch die höchsten Verluste möglich. Vierter Schritt. Stelle eine Liste an Aktien zusammen. Jeder Anleger definiert seine Top-Aktien anders. Für Warren Buffett sind es Qualitätsaktien zu einem angemessenen Preis. Whether we are talking about socks or stocks. I like buying quality merchandise
wenn it is marked down. Unser Buffett ist ein echter Schnäppchenjäger. Er setzt auf qualitative Unternehmen mit rosigen Zukunftsaussichten. Er bezeichnet sie selber als Burggrabenaktien. Für manche Anleger gelten Dividendenaristokraten als erste Wahl. Solche Firmen haben ihre Dividende in den letzten 25 Jahren konstant erhöht. Beide Strategien sind eher konservativ und langfristig ausgerichtet. Du kannst aber auch kurzfristig spekulieren. Eine Aktie befindet sich im Aufwärtstrend und du glaubst, der positive Trend setzt sich fort. Die Strategie hätte zum Beispiel bei Amazon bis vor kurzem wunderbar geklappt. Ich habe dir hier nur grob drei einfache Taktiken vorgestellt. Natürlich gibt es viele weitere Anlagetaktiken. Abonniere meinen Channel, da ich bald detaillierte Videos zu den einzelnen Taktiken veröffentliche. Nun weißt du grob, nach welchen Aktien du suchst. Ich nutze folgende Recherchequellen: Blogs, Indizes, Facebook-Gruppen, Foren, YouTube-Videos und Wikifolios. Fünfter Schritt: Wähle Branchen und Länder aus. Wir haben einen Korb an Aktien. Nun musst du die Perlen herauspicken. Generell würde ich nicht alles auf eine Karte setzen. Ein Land kann wirtschaftlich bergab gehen, was den gesamten Aktienmarkt belastet. Hier siehst du deutsche und US-amerikanische Banken im Vergleich. Hättest du seit der Finanzkrise nur in deutsche Banken investiert, würde deine Folie zu blutrote Tränen weinen. Bei US-Banken hingegen wird eine wilde Börsenparty gefeiert. Im Schnitt haben US-Werte in diesem Zeitraum besser als deutsche Aktien abgeschnitten. Das erkennen wir, indem wir wichtige Indizes beider Länder miteinander vergleichen. Unser DAX schneidet klar schlechter als Dow Jones, S&P 500 oder die Nasdaq ab. Im Vorfeld ist der Aktienmarkt nur schwer einzuschätzen. Daher würde ich mein Depot auf mehrere Branchen und Länder streuen. So bist du finanziell breit aufgestellt. Die anderen Aktien können einen unerwarteten Tiefflieger auffangen. Yippie! Sechster Schritt. Check die Kennzahlen. Es gibt zahlreiche Kennzahlen. Eine wird komplizierter als die andere. Wer nicht gerade BWL studiert hat, tut sich mit der Fundamentalanalyse schwer. Deshalb möchte ich dir ein einfaches Analysekonzept präsentieren. Zuerst ist die Dividende an der Reihe. Hier unterscheiden wir zwischen Dividendenaktien und Wachstumswerten. In der Regel schütten Wachstumswerte nur eine geringe oder gar keine Dividende aus. Dafür sind höhere Kursgewinne möglich, was aber auch mit einem höheren Risiko verbunden ist. Bevorzugst du stabile Dividendenaktien, sollten die Ausschüttungen bei 3-6% liegen. Du kannst die Dividende reinvestieren, um deine Rendite zu erhöhen. Je risikoreicher du anlegen möchtest, desto mehr Wachstumswerte kannst du in dein Depot legen. Nun ist das Kursgewinnverhältnis dran. Das KGV sagt aus, nach wie vielen Jahren der Gewinn den Aktienpreis abbezahlt hat. Ein KGV von 10 bedeutet, dass es 10 Jahre dauert. Logisch, nicht wahr? Viele Anleger machen den Fehler und vergleichen willkürliche Aktien miteinander. Du musst für den Vergleich direkte Konkurrenten aus der Branche heranziehen. Hier siehst du einen Vergleich deutscher Autoaktien. Die Aktien mit dem niedrigsten KGV gelten als besonders preiswert und sind daher als Geldanlage interessant. Aber beachte, bei Technologiewerten oder Wachstumsaktien ist ein KGV von weit über 100 keine Seltenheit. Hier würde ich das KGV komplett ignorieren. Analysiere die Umsatzentwicklung der letzten Jahre. Besonders wichtig sind die Zukunftsaussichten. Allgemein sind wachsende Firmen bei Anleger heiß begehrt. Daher stellen solche Firmen eine interessante Kapitalanlage dar. Als Beispiel habe ich dir die positive Umsatzentwicklung von Amazon herausgesucht. Zuletzt sehen wir uns die Eigenkapitalrendite an. Das ist der Reingewinn im Prozent vom Eigenkapital. Oder einfach gesagt, die Firma besitzt ein Eigenkapital von 20 Milliarden Euro. Im Gegenzug beläuft sich der Reingewinn auf 6 Milliarden Euro.
Somit liegt die Eigenkapitalrendite bei 30%. Ein Wert von 20% oder höher gilt als sehr sicher. Bei Wachstumsaktien sind auch niedrigere Werte wie 5% absolut in Ordnung. Streiche alle Aktien, die deine Kriterien nicht erfüllen. Schritt 6,66. Führe eine Chartanalyse durch. Für die Chartanalyse würde ich Guidance nutzen. Das kostenlose Programm bietet einen professionellen Funktionsumfang. Und nein, ich werde leider nicht für diese Aussage bezahlt. Ich bin tatsächlich von diesem Tool überzeugt. Ganz wichtig, stell auf Kerzen um. Eine Kerze zeigt die Hoch- und Tiefpunkte innerhalb einer bestimmten Zeitspanne klar auf. Im klassischen Linienchart ist das leider nicht zu sehen. Die Chartanalyse bietet unendliche Optionen, aber keine Sorge. Ich möchte dir ein einfaches Analysemodell vorstellen. Zuerst wählst du als Zeitintervall einen Tag aus. Das bedeutet, jeder Abschnitt entspricht genau einem Tag. Zweitens, nun fängt die eigentliche Analyse an. Du fügst die berühmte 200-Tage-Linie ein. Notiert der Kurs über diese Linie, ist das ein positives Zeichen. Das spricht für steigende Kurse. Unter dieser Linie kann es weiter bergab gehen. Drittens, zeichnen wir die wichtigsten Trendlinien ein. Hierfür schauen wir uns den Kursverlauf an. Geht es hier nach oben oder nach unten? Viertens, kommen wir nun zu Unterstützungen und Widerständen. Das sind Punkte, an denen der Kurs in der Vergangenheit heftige Reaktionen gezeigt hat. Am einfachsten sind Linien zu erkennen, die mindestens zweimal in einem längeren Zeitabstand getestet wurden. Du kannst auch komplett auf die Chartanalyse verzichten. Manche Anleger setzen nur auf die Fundamentalanalyse. Möchtest du 10 Jahre oder kürzer investieren, würde ich den Chart stärker berücksichtigen. Kurzfristige Trades von wenigen Monaten können auch nur auf der Chartanalyse beruhen. Bei längeren Zeitraum wie 15, 20 oder 25 Jahren fokussiere ich mich auf fundamentale Kriterien. Natürlich habe ich einen Bonus für dich. Schreib einen Kommentar mit deiner Lieblingsaktie. Sobald das Video 100 Likes erreicht hat, analysiere ich die 3 Aktien mit den meisten Kommentaren. Natürlich wie immer direkt aus der Finanzhänge.